Herzlich willkommen zurück zu Grand Ages Rome mit mir, Gaius Julius Caesar, und mit den gefährlichen Begebenheiten des Marcus Crassus. Und ich habe schon ein Gefühl, dass es da um einen Sklavenaufstand gehen könnte. Schauen wir doch mal. Salve! Ich nehme an, du hast von der vom Sklaven Spartacus angeführten Rebellion gehört. Ja, habe ich. Sie kam wie eine Seuche über das Gebiet um Capua und den Vesuv. Die Plebejer gerieten in Panik und forderten Hilfe vom Senat. Ich sagte schon immer, dass das ein Problem die Gelegenheit für den anderen ist. Der Wert der Länder in dieser Region fällt stetig. Ich habe den größten Teil des Landes nahe Geta erworben. Baue dort Villen für die Adligen. Sobald es gelungen ist, diesen kleinen Aufruhr zu unterdrücken, sind die Grundstücke 10-mal so viel wert. Sehr gut. Okay, wir könnten überall einen Steinbruch errichten, dann würden wir hier was Besonderes freigeschaltet bekommen. 5 feindliche Truppen sollen wir vernichten und alliierte römische Verbände greifen wohl immer wieder Spartacus an. Okay, gut, ja, starten wir rein. Wir haben jetzt mal keinen Zeitdruck, mal zur Abwechslung. Oh, wir haben sogar gleich 2 Außenposten, okay. Was ist hier los? Das sind Verbündete, okay. Und das da unten? Das sind Feinde. Okay, und die kämpfen jetzt hier immer. Ja, gut, hoffen wir mal, dass das gut gehen wird. Hier gibt es gleich 4 Felder, hier gibt es 3. Ja, dann fangen wir doch gleich mal hier eventuell an. Mit der ersten Siedlung. Ah, der Boden ist hier wieder unschön. Bauen wir mal hier hin. Ein Holzfäller auf jeden Fall. Lehm auf jeden Fall als nächstes. Wo haben wir denn hier Wasser überhaupt? Da unten oder hier? Ah, das Aquädukt könnten wir mal ein bisschen weiter in die Richtung bauen. So. Wird gebaut. Ich kümmere mich mal gleich um eine Weizenfarm und eine Schweinefarm. Bevor wir es dann auch vergessen, eine Schlachterei. Ja. Ich glaube, hier ist eine Schlachterei ganz gut. Und eine Bäckerei. Vorher brauchen wir aber natürlich noch eine Wassermühle. So, aber erstmal Lehm. Hatte ich fast jetzt vergessen. So. Und die Wassermühle einmal noch hinten drauf gesetzt. Dazu noch ein paar Häuser gebaut. Nein! Nein! Ah, verdammt. Habe ich jetzt keinen Popularitätsbonus bekommen. Egal. Achso, ja, Forschung sollten wir direkt wieder mal beginnen. So. Genau, apropos Forschung, eine Schule. Wäre auch ganz gut. Ja, für Unterhaltung können wir scheinbar noch nicht sorgen. Okay, wie kämpfen die da so? Oh, die haben jetzt ein Lager errichtet. Scheinbar wurden unsere Verbündeten besiegt, oder was? Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das heißt, wir sollten hier früh auch eine Eisenmine bauen. So, hier hin. Eisenmine. Hier hin. Und dann gleich mal noch eine... Achso, da brauchen wir ein Forum. Bauen wir das Forum mal irgendwo hier hin. Wir werden wahrscheinlich auch wieder mehr Holz brauchen. Ich glaube, hier unten ist noch ein schöner Platz für Holz. Hier ist noch einiges an Wald.
Bauen wir noch ein paar Häuser davon. Tempel. Tja, Tempel ist immer so eine Sache. Wir müssen nämlich religiöse Zufriedenheit auch bekommen. Nachricht von den Rebellen. Ich bin Spartacus. Wir haben keinerlei Disput mit euch, Römer. Lasst uns ziehen und wir werden eure kleine Stadt verschonen. Wenn ihr versucht, uns aufzuhalten, werde ich euch zerschmettern. Oh, halt. Und jedes einzelne Haus in Geta niederbrennen. Oha. Nichts wird zwischen uns und unserer Freiheit stehen. Heißt das, wenn wir sie einmal angreifen, greifen sie uns die ganze Zeit an? Bin mir nicht sicher. Müssen wir dann einfach mal schauen. So, also Grundproduktion habe ich schon mal erreicht. Wir bauen gleich mal eine zweite Schule noch, dass alles ein bisschen schneller geht. Und was waren jetzt nochmal unsere Aufgaben? Genau, wir brauchen ja diese 5 Patrizierpaläste. Und die ganzen Steinbrüche. Hier gibt es scheinbar 5 Steinbrüche. Oh Gott, hier. Hier gibt es auch ein Steinvorkommen. Das heißt, wir bräuchten einen Hafen. Hier hinten gibt es Steine. Hier gibt es Steine. Ah, das ist natürlich ärgerlich, dass hier überall so viele Steine sind. Unsere Popularität ist ja richtig hoch. Dann rekrutiere ich gleich mal hier Hastati. Ich kann nur eine machen, schade. Und wir brauchen mehr Steine. Wie sieht es aktuell in der Forschung aus? Wir sind gut dabei. Sehr schön. So, dann schauen wir mal hier weiter. Eisenmine können wir schon mal upgraden. Und wo war jetzt noch mehr Stein? Hier hinten ist Stein und Marmor. Da könnten wir dann mal die Hastati-Einheit vielleicht hinschicken. Wenn die hier gleich rauskommt. Ja, können wir vielleicht einen Sklavenmarkt bauen. Der würde sich da auf jeden Fall anbieten. So, da kommt die Armee raus. Ja, ich würde schon gern überall mir die Steinbrüche holen für diese besondere Bonusmission. So, einmal hier hinlaufen. Wo bleiben eigentlich unsere Verbündeten? Wo ist Crassus und seine Armee? Wo ist vor allem die feindliche Armee? Ich sehe sie gar nicht mehr. Sind die jetzt hier schon wieder weiter marschiert oder was? Ja. Die haben ihre Lage abgebrochen und sind weg. Keine Feinde gerade mehr da. Okay. Ja, habe ich kein Problem damit, wenn wir nicht so viele Feinde haben. Nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Okay, was brauchen wir jetzt eigentlich nochmal für die Patrizier? Olivenöl und Kleidung, ne? Deswegen sollten wir, denke ich, hier auch nochmal was bauen. Und zwar eine Schlachterei und eine Bäckerei und gleich mal ein Theater dazu. Das passt wieder nicht so schön hin, weil der Boden wieder das ist das Problem mit diesen Riesengebäuden. So. So. Machen wir hier mal die Grundproduktionen. Bauen direkt mal Olivenfarm hier dazu. Und Flachsfarm brauche ich, glaube ich, auch. Die war hier irgendwo, oder? Flachsfarm. Ja, einen Holzfäller können wir auch gleich bauen. Wenn der Boden hier immer irgendwo passen würde. Dankeschön. Tempel der Vesta brauchen wir dann. Alter, dieser Boden ist echt schrecklich. Schrecklich. Okay, also hier brauchen wir auf jeden Fall viele Equites-Häuser. Achso, ja, Steine, richtig. Richtig, richtig, richtig. Und wir brauchen Geld. Und wir brauchen noch mehr Lehm. Bauen wir einfach hier noch eine Ziegelei.
Noch eine Ziegelei, wieso nicht? Marmor fehlt uns auch. Das hier brauchen wir noch. Patrizierhäuser müssen aber auch noch hier irgendwo hinpassen. Oh, das ist schon wieder nicht so schön. Nicht so schön, Freunde. So. Jetzt haben wir schon mal Flachs und Oliven. So, aber ich brauche natürlich noch Schneider. Da arbeiten dann auch Equites. Okay. Hier brauchen wir noch ein paar mehr davon. Wird gemacht. Achso, Unterhaltung fehlt uns ja hier auch noch. So, ein Stein. Können wir mal Upgrade machen. Und hier noch diesen Außenposten bauen. Dann bauen wir hier einfach einen Sklavenmarkt. Sollte, denke ich, passen. Dann gehen wir mal als nächstes dorthin und holen uns den Stein. Sind da jetzt schon wieder Feinde? Ja, tatsächlich. Das sind aber nicht wenige, ne? Nubische Krieger, Gladiatoren. Und kommen dann da auch nochmal Verbündete? Ja. Oder wollen wir... wollen wir gleich... Wobei Triari, sie kommt nicht. Ne, ich glaube, da reichen Hastati, wenn wir Hastati bauen. Bauen wir mal. Braucht die Kaserne noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Ich baue jetzt mal hier eine Kaserne hin. Oh, Bankrottwarnung. Ups. Die habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Hier verdienen wir 55, 56. Hier 100. Okay. Die arbeiten aber sogar Equites. Muss denn... Also muss jetzt hier die Kleidung, was ist das andere, Olivenöl, muss das in Reichweite für die Patrizierhäuser sein? Können wir gleich mal austesten. Ich baue mal tatsächlich hier ein Patrizierhaus. Dann werden wir da... Ja, wenn da irgendwo Platz ist, hier ist Platz. Und dann testen wir das mal. Ob das wirklich so ist. Ups. Oh, sind die so teuer, diese Patrizierhäuser? Jetzt haben wir eine Bankrottwarnung. Ich dachte, Crassus, der könnte uns mal wieder ein bisschen Geld geben, Freunde. Was ist denn los? Gibt es hier irgendwo Goldminen? Ne, hier ist nirgendwo... Doch, hier ist eine Goldmine. Aber das dauert, bis wir da hinkommen. Aber wenn die Patrizier das übernehmen, müssten wir doch da mehr Geld verdienen, oder? Wie im Tempel des Saturn. Das ist wenigstens mal meine Hoffnung. Schön ist, dass wir mal keinen Zeitdruck haben. Wir können also in Ruhe hier alles bauen. Ja, wir brauchen noch mehr religiöse... Ach so, apropos. Ja, ich habe schon wieder vergessen, hier weiter zu forschen. Wie war's? Was? Die Armee marschiert? Halt. Zu uns? Nee, ach so, das sind die Verbündeten. Oh, jetzt habe ich schon Angst bekommen. Triari sind dabei, Bogenschützen. Ja, die sollen mal schön hier gegeneinander kämpfen und nicht gegen uns. Wir müssen erst noch groß und stark werden. So, was ist jetzt hier das Problem? Niedrige Religion und Unterhaltung. Ach ja, stimmt. Ah, natürlich, ich habe hier keine Unterhaltung. Deswegen bauen wir hier mal eine Arena noch dazu. Eine Arena und die Religion ist auch nicht die beste, leider. Aber schauen wir mal, ob die jetzt dadurch besser wird. Boah, auf jeden Fall verdienen wir schon mal mehr. Die Religion ist leicht gestiegen. Ne, kein Theater will ich bauen, sondern ein kleines Odeum. Passt das irgendwo schön hin? Das sind irgendwie nicht so die besten Plätze, ne? Bauen wir es mal hier noch hin.
dauert ja auch alles ewig. Oh, und wir sind total im Minus. Das habe ich wieder völlig vergessen. Shit. Aber wir müssen jetzt ein bisschen sparen. Hier wird gekämpft. Wir können ja mal schauen. Ja, krass, das verliert hier halt gefühlt jeden Kampf, oder? Kann das sein? Und Spartacus gewinnt die Kämpfe hier, oder? Das ist wenigstens mein Eindruck. Ja, ja. Unsere Einheiten haben gar keine Chance gegen die Gladiatoren hier. Wieso machen wir eigentlich so wenig Plus? Mir fällt ein, wir Weingüter könnten uns Geld bringen. Pro Minute verdienen wir nur so wenig. Wie bitte? Dann wird es jetzt aber knapp. Dass wir... Kriege ich das jetzt irgendwie hin, dass es besser wird? Shit, wie komme ich an Geld schnell? Ah, wir haben Geld bekommen, ja, Gott sei Dank. Wir haben von Crassus was bekommen, ja. Hui! Wir sollten uns wieder Wein holen, aber wir haben... Haben wir noch Platz für Wein? Hier ist noch Platz für Wein. Weil dann kriegen wir doch wieder extra Geld. Wenn ihr euch erinnert. Hier ein Weingut. Noch ein Weingut, das heißt, wir brauchen wieder noch ein paar Häuser. Bauen wir mal hier noch ein Haus hin. Und da ist wieder unebener Grund. Ah, da passt wieder nichts hin. Das ist eher schlecht. Ich hoffe, wir können das alles ein bisschen anders verteilen. Und auf die linke Seite können wir auch noch ein Weingut bauen. So. Das sollte schon mal ganz gut passen. Wir sind leider wieder knapp im Minus. Die Patrizier sind jetzt mal einigermaßen zufrieden fürs Erste. Aber das ist echt nicht leicht hier mit den Patriziern. Und vor allem dann die religiöse Zufriedenheit zu bekommen, das wird auf jeden Fall schwieriger werden. Ach ja, jetzt fehlt uns natürlich Holz. Okay, jetzt fehlt hier die Schweinefarm, das ist aber scheinbar nicht so schlimm. Bauen wir einfach hier noch ein Haus hin. Und nochmal ein Patrizierhaus hier. Ach, war das wieder so teuer? Das habe ich nicht bedacht. Ja, das kostet 400. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist nicht ganz so billig. Aber normal müssten wir dadurch mehr Geld verdienen, wenn jetzt hier auch noch Patrizierhäuser auch noch beim Tempel des Saturn im Radius sind. Und das ist ja auch der Fall. Schauen wir nochmal in die Technologien hinein. Da haben wir, glaube ich, schon das Wichtigste erforscht. Büchereien, Handelsmarkt. Wir müssen sowieso noch zur See irgendwie kommen. Ja, am besten dann, indem wir hier runtergehen. Aber erstmal brauchen wir wieder ein bisschen Geld. Also heißt es warten. Aber wir verdienen ja jetzt mittlerweile 375 pro Minute. Das ist schon mal deutlich besser als vorher. Das ist schon mal deutlich besser als vorher. Ich weiß noch nicht, wie wir hier am schlausten... Brauchen die nicht Equites? Wie war das? Schiffswerft. Ach so, ja, wir müssen die Technologie erforschen. Schiffswerft. Ach ja, richtig, das war ja hier. Wobei, Finanzamt wäre vorher noch gut.
Wenn wir das noch erforschen und danach gehen wir auf Militär hier. Okay. Zwei Patrizier-Villen haben wir schon mal. Die brauchen aber auch viel Platz hier. Oh nein, passt das da nicht rein? So, hier ist wieder uneben alles, ne? Oh. Ja, da wird hier nicht viel hinpassen. Da können wir vielleicht eins hinbauen. Dann brauchen wir aber Unterhaltung auf der anderen Seite. Und die brauchen wiederum Equites. Machen wir mal so. Jetzt bin ich aber schon wieder im Minus. Das ist das Problem. Ich will halt immer schnell bauen und ja. Aber die Gladiatoren sind schon wieder weg. Die Spartiaten marschieren hier einfach überall durch. Aber ich will es jetzt auch nicht direkt angreifen. Und ich meine, das kostet uns ja auch nur Geld. Oh, Seuche, ja, ich habe wieder vergessen, Brunnen zu bauen. Das ist schlecht. Wieso ist jetzt dieses Haus verlassen? Wo ist Seuche? Was ist denn jetzt das Problem? Leute, hallo? Wieso sind da jetzt lauter verlassene Häuser? Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Wollen wir hier noch einen Brunnen hin? Wieso gehen die jetzt alle hier verlassen? Wieso? Was ist denn jetzt los? Doch, das muss doch jetzt ein Bug sein, oder? Oder ist das jetzt dieses Zeug hier? Brauchen wir da jetzt einen Kräuterladen vielleicht? Baue ich mal schnell einen Kräuterladen. Was fehlt denn aktuell? Das kostet halt alles Geld auch wieder. Ich verstehe das nicht. Das muss ein Bug sein hier. Ich reiß das jetzt mal ab. Aber ob das was bringt? Baus neu. Ich hoffe, dass das durch den Kräuterladen wieder besser wird, weil sonst weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter. Ist ja nicht so wichtig. Steine brauchen wir. Was ist denn jetzt hier los? Hoffentlich reicht jetzt der Kräuterladen, dass es wieder besser wird hier. Dann bauen wir sicherheitshalber mal hier auch einen. Hier sind aber scheinbar nicht genügend Plebier. Bauen wir hier vielleicht mal einen Lebensmittelmarkt noch hin. Also irgendwas passt hier ganz und gar nicht. Ich weiß nur leider nicht was. Wenn es jetzt die ganze Zeit ist, dann wäre das wirklich sehr nervig. Dann kommen wir nicht voran. Das kostet ja auch Geld. Huh. Hier geht es jetzt aber. Achso, ne, Kräuterladen braucht nochmal Plebier zum Arbeiten. Ja, hier hin. Fehlt uns denn irgendwas Wichtiges? Also, ich. Meiner Meinung nach ist alles da, oder? Ach so, okay, das ist wirklich diese Seuche. Ah, okay. Gut. Das ist wirklich diese Seuche.
Die Häuser werden dann verlassen. Ja. Na klar. Haben die jetzt hier genügend eigentlich? Ja, das ist gut. Und hier passt schon wieder nichts mehr dazu. Da oben vielleicht? Nee, das ist schlecht. Doch, oder? Brauche ich immer noch ein was? So, gleich ist die Seuche wieder vorbei. 30 Sekunden noch. Da müssen wir erstmal wieder Geld verdienen. Der Kräuterladen hilft doch, oder? Rette die Kranken. Die Armee marschiert, unsere Verbündeten sind wieder da. Jetzt ist nochmal ein Haus verlassen, aber die Seuche muss doch jetzt vorbei sein, oder? Jetzt ist sie vorbei. Oder? Jetzt ist sie vorbei, hoffe ich mal. Heieieiei. Ja, weil das passiert, wenn man nicht genügend Brunnen baut, Freunde. Deswegen immer schön die Brunnen bauen. Klar, ich glaube, wir müssen nochmal das Aquädukt ein bisschen besser bauen. Das passt hier aber nirgendwo mehr hin, oder was? Das ist aber blöd. Dann... Achso, hier passt natürlich auch kein großer Brunnen hin, weil hier kein Platz mehr ist. Hier passt aber noch ein Brunnen hin. So, hoffen wir mal, dass das jetzt passt. Wir haben jetzt 100% Hygiene. Und das muss jetzt auch erstmal reichen. Schwierig wird es jetzt auf jeden Fall, hier auf die höhere religiöse Zufriedenheit zu kommen. Und vor allem noch die ganzen Patrizier auch zu bauen. Genau, da wollten wir ja hier bauen. Wobei, ja, hier ist auch schon wieder... Oh, was ist jetzt passiert? Hier wollte ich jetzt schauen. Hier ist, glaube ich, dieser Bäcker, der ist zu weit weg. Dass das dann da noch ein Patrizierhaus gut hinpasst, oder? Schauen wir mal, vorsichtig. Doch, hier müsste noch ein Patrizierhaus hinpassen. Aber alles Weitere schauen wir dann uns mal in der nächsten Folge an. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.